Die erste Runde Round 1. So, drei Kämpfe haben wir noch im Programm. Wir haben jetzt hier unseren nächsten Titelkampf. Es geht um die WBF-Europameisterschaft im Mittelgewicht. Zwischen André Herrmann aus Ulm, Rote Ecke, und sein Gegner vom Boxclub Gütersloh, Sergei Wonrad. Aggressiv. Bringt auch gute Treffer an, aber muss natürlich aufpassen, dass er nicht von Herr Wonrad sehr aggressiv, dass er von Herrmann nicht abgekontert wird, Sergei Wonrad. Ecke von Wunder zu hören, nur beschäftigen, nur beschäftigen. Gute Linke. Und das zu Ende der ersten Runde. Uiuiui. Ja. Keine schlechte Action in diesem Kampf. Ja, und wer richtig aufgepasst hat in der roten Ecke, der Trainer von André Herrmann, kein geringerer als Dragan Geric. Selbst ehemals erfolgreicher Thai- und Kickboxer. Und die Älteren werden vielleicht noch, sich noch erinnern können, hat sich auch mal in einem MMA-Fight gegen den Regensburger Lorenz Sachs versucht. Betreuer bitte aus dem Ring. Und ringfrei. Ziemlich aggressiv beide. Ja, das ist natürlich die Aktion von Wonrad mit sehr, sehr, sehr viel Kraft ausgeführt, aber wenn man genau hinguckt, wenn er nach vorne geht, dann ist er auch, hat die Deckung sehr weit unten. Und das kommt auch sehr überfallartig. Und da muss er aufpassen, dass er von Herrmann nicht abgekontert wird. Weil der Schuss, der kann auch kräftig nach hinten losgehen. Ja, er bringt schon gute Treffer rein, Wonrad. Das kann man jetzt nicht absprechen. Da muss Herrmann auch nochmal kräftig durchschnaufen. Ja,
Das sieht alles schön und gut aus, was Monat hier macht. Leicht auf den Beinen. Aber so ein bisschen lockerer. Wird mir ein bisschen zu verkrampft, ein bisschen geschmeidiger. Dann wird es noch deutlicher aussehen. Ja. Und da habe ich doch auf der anderen Ringseite in der roten Ecke unten am Ring sitzen. Doch, ja, den werden wir gleich im Ring hier noch sehen. Allerdings natürlich nicht aktiv. Aber es ist ein absoluter Topstar aus dem Boxen. Mega Schlachten hat er sich geliefert mit Arthur Abraham. Und ja, ich glaube, der eine oder andere kann schon wissen, wen ich jetzt meine. Nach dem Kampf hätte er den Gürtel übergeben, wurde mir gerade signalisiert. Also tolle Sache, dass er heute diese weite Strecke auf sich genommen hat. Wenn ich jetzt einen Ort sage, dann weiß jeder gleich, woher er ist. Mal ein bisschen Spannung hochhalten. Ja, jetzt lässt Wonrad sein Gegenüber mal die Offensive, hat sie ein bisschen zurückgenommen. Ja, da kommt er wieder gut durch mit seiner rechten Seite, Wonrad. Oh, da muss er aufpassen. Genau das habe ich eben gemeint. Da war er offen. Hermann hat es ausgenutzt. Davon darf Wonrad nicht so viele Treffer nehmen. Wenn er feuert, dann richtig. Aber er hat halt eben auch die Deckung unten. Ja, die letzten Sekunden dieser Runde. Ja, da, ich glaube, da werden es noch, wird uns noch einige Action. Ins Haus stehen zwei Runden, haben wir noch. Wir dürfen gespannt sein. Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen im Duell der beiden. Die rechte von Wonrad. Ich weiß jetzt nicht, was jetzt hier war. Wonrad hat eigentlich weitergemacht hat.
Ja, wieder die rechte drin von Honrad. Die Aktion von Honorat jetzt nicht. Ja. Nein, das war keine Schlagwirkung. Nee, nee. Aber da schoss er auch wie ein Blitz auf ihn zu, auf André Herrmann. Aber er ist immer wieder. Er geht nach vorne, dann weiß er gar nicht, was er machen soll. Keine Frage. Sergej Honrat macht einen guten Kampf, aber mahnende Worte. Er muss wirklich aufpassen, wenn er in die Offensive übergeht, dass er die Deckung nicht so weit unten hat. Betreuer wieder aus dem Ring. Und ringfrei zur fünften und letzten Runde. So, die fünfte und letzte Runde im WBF Europatitelkampf im Mittelgewicht zwischen André Herrmann, der Boxer mit den weiß-schwarzen Shorts und Leibchen, gegen Sergej Honrat vom Boxclub Gütersloh. Quasi der Lokalmatador Riedberg befindet sich ja vor den Toren von Gütersloh. Ich denke, Herrmann, ich weiß nicht, was er aufgegeben hat, André Herrmann, aber er kommt mit diesem Stil von Sergej Honrat einfach nicht zurecht. Dieses überfallartige, explosive, was der Boxer aus Gütersloh hin und Tag legt, das ist einfach nicht der Stil, den Herrmann mag. Und ich glaube, damit hat er noch Honrat den Zahn gezogen in diesem Kampf. Und ich hatte eigentlich gedacht, ne, vielleicht könnte Honrat auch Probleme bekommen, weil ich meine, er hat da schon ganz schön hartes Tempo an den Tag gelegt, aber perfekt gemacht von Gütersloh. So, bevor wir das Urteil verkünden, darf ich jetzt für die Gürtelübergabe einen Mann in den Ring bitten. Ich finde es fantastisch, dass er
den weiten Weg aus Magdeburg auf sich genommen haben, um hier zu sein. Epische Duelle mit Arthur Abraham. Herzlich willkommen, Robert Stieglitz. Die Boxer zur Mitte. Das offizielle Urteil. Einstimmiger Sieger nach Punkten und neuer Europameister der WBF im Mittelgewicht. Die blaue Ecke, Sergei Vonrath.